Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind Level 23 und haben echt viel Schaden schon und so. Ich habe noch einen anderen Charakter gespielt, eine andere Klasse nebenbei noch, also zwischen diesem Part, dem anderen Part und diesem Part. Und dann werde ich dann einfach zeigen, wenn ich ihn hoch habe. Also schon recht weit ist es der. Damit wir einfach auch eine Charakterklasse haben, die auch ein bisschen weiter ist. Bis wir dann da oben sind, wird es wahrscheinlich noch lange dauern, weil ich ja nur in diesem Part, also im Let's Play da weitermachen. Ja, wir sind hier im Maximum. Okay. Wir haben ja gesagt, wir machen den Ding selber Säbelzahntiger auch noch raus, oder? Das letzte Mal haben wir ihn auch noch rausgeholt. Das ist nämlich gut. Ja, wir machen nämlich auch ein bisschen mehr Schaden als der Wolf. Jetzt mittlerweile, ja, noch. Aber kommt mit. Jo, wie geht's euch so? Habt ihr auch Lust auf Last Epoch? Ich habe besonders eben jetzt wieder Lust auf Last Epoch. Ich bin ja schon die ganze Zeit, seit dem Mai, seit ich das Spiel habe. Also seit einem Jahr schon fast. Es ist ja März und Mai ist ja nicht mehr lange her. Das kommt. Und jo. Eben, deshalb möchte ich wirklich auch ein richtiger Livestreamer sein von Last Epoch. Das bringe ich eigentlich täglich ins Video. Und ja, mittlerweile bin ich wirklich auch drin im Spiel. Ich weiß, was ich mache, wie ich skille und ja, welche Ausrüstung besonders wichtig ist für mich. Und ja, wenn ihr irgendwie Lust habt, mir auch irgendwas beizubringen oder Fragen habt, dürft ihr jederzeit in die Kommentare etwas Fragen stellen oder so. Wenn dann 0.7.7 rauskommt, mache ich dann natürlich wieder einen Patchlog und erkläre euch, was jetzt neu ist und so. Was ich denke, gut sein wird, weil ich kann ja nicht genauso gut testen. Und ihr könnt ja auch testen und mir sagen, was gut ist. Vielleicht kann ich auch einen Charakter davon machen. Wir werden mal sehen, ob ich damit klarkomme. Weil viele Builds nicht für mich. Also so viel taktisches Knöpfe drücken habe ich nicht so Lust drauf. Nur die Lust. Das Können habe ich schon. Aber auch die große Ablenkung manchmal, deshalb habe ich auch nicht so viel Lust. Und aber eben, ich zeige auch wirklich OP-Builds oder auch weniger OP-Builds, aber da habe ich immer auch wieder nicht so viel Lust, wenn die Gegner einfach zu lange brauchen. Es ist vor allem das. Nicht der Schaden der Gegner ist mir schwer, sondern einfach die Zähigkeiten von dem Gegner. Das ist schon mehr ein bisschen zu schwer. Und das hat einfach auch nervt. So. Wir haben da runter geskillt. Jetzt machen wir mal Damage. Und hier haben wir Beastmaster und dann weiter der hier. Ah, jetzt haben wir auch die besseren Ding. Und das Skorpion ist freigeschaltet, aber den werden wir nicht verwenden. Weg damit. Und tschüss. Das ist mega stark. Also ich liebe den Bild. Auf dem Bild, den ich jetzt momentan hinten dran im Hintergrund mache, Level. Der gefällt mir noch ein bisschen besser, aber ihr werdet jetzt schon sehen, was es ist. Ich verrate es jetzt nicht, weil sonst seid ihr gelangweilt, wenn ich natürlich gerade das mache drüber. Wahrscheinlich nicht Let's Play Parts darüber machen, aber vielleicht ein bisschen Livestreaming mit dem anderen Krokt. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Wird vielleicht heute Abend, wenn ich genug fit bin, ein Livestream machen. Einfach mal bei Twitch vorbeischauen, mich folgen, damit ihr seht. Sehen natürlich, dass ich natürlich live streame. Und ja. Wenn ihr dann sehen, das ist wirklich ein super Spiel. Da möchte ich schon viel mehr machen.
Ich habe kaum Zeit, eigentlich das Spiel wirklich zu spielen, außer ab der Let's Play-Folgen. Und das möchte ich ändern. Das ist nicht ein ganz zentrales Spiel von mir ist und nicht ein Spiel, was ich nur im Hintergrund spiele. Ja, zum Beispiel die Engine. Von vielen Spielen ist die Engine einfach nicht so gut fürs Aufnehmen nebenbei noch. Und deshalb spiele ich meistens das Spiel einfach so. Ich sage nicht welches, ja, ich sag schon welches Spiel ich spiele. Discord, aber ja. Zum Beispiel The Crew 2 habe ich jetzt gekauft wegen Ghost Hunter bei meiner Kollegen. Und das ist einfach saugeil. Ich kann jetzt wieder ein Rennspiel spielen, das mir gefällt. Und das kann ich leider nicht aufnehmen. Es geht einfach nicht gut. Ich weiß nicht, ob Cloud Totem so gut ist, aber ich gehe lieber auf hier auf Armor Shred gehen, haben gesagt das letzte Mal. Das ist natürlich schon wichtig. Ja. Gut. Ja, es ist echt einfach toll, das Spiel. Sind immer viel besser. Also es ist sicher dreimal so gut wie vor einem Jahr, weil einfach auch viel mehr Spiel spielen, viel mehr Feedback kommt und so. Deshalb haben es die Entwickler leichter, alles auszubalancieren. Und ja, das Spiel ist auf gutem Wege, wirklich ein Top-Action-Rollenspiel zu werden. Sogar ein Top-Spiel. Ich bin auch gewesen, dass es nicht aufgetaucht ist, direkt. So. Ja, ich bin ja ein mega Fan von Hack and Slays. Und so ein Spiel zu haben, was mich einfach so richtig aufheitert, hilft auch den anderen Hack and Slays, dass ich ja auch dort mehr spiele. Aber ich glaube eben von Path of Exile werde ich mal eine Pause machen, weil ja die neue Season die ist noch komplizierter, noch nerviger. Ja, ich finde einfach, muss nicht sein. Es ist too much, was sie machen. 5000, ja, ist günstig. Weil ich will natürlich schon einen Top-Hammer haben von dem. Auch, oder? Jedes Unique möchte ich so gut wie möglich haben. Und es geht am besten, indem ich einfach immer wieder die gleichen Unix vergleiche und immer das Beste natürlich im Inventar lasse. Ja, da links auch. Weil man bekommt schon oft die Unix eben. Die gleichen. Vor allem die seltenen, die häufigen. Schaut euch, wie geil das aussieht. Das ist zwar recht wenig detailliert, die Steinkloppen, Steinbrocken. Aber ja, es ist einfach geil. Viele haten die Grafik, aber ich finde die Grafik mega geil. Auch so ein bisschen comichaft, so ein bisschen Modellbau hat sie irgendwie. Also nicht comichaft, sondern Modellbau-Grafik hat sie irgendwie. Ich finde das so geil. Ich bin ja einer, der gerne realistische Grafik hat, aber in diesem Spiel muss es auch sowieso nicht sein. Es ist sowieso sehr magisch und göttlich. Also, ja. Eben, too much is too much. Also, viele Spiele haben einfach zu gute oder zu detaillierte Grafik. Das ist einfach too much. Es ist immer besser, einfach auch ein bisschen normale Spiele kaufen und nicht irgendwelche Top-Spiele für irgendwie 80 Euro zu kaufen. Ich habe so viel schon gespart in den letzten Jahren, indem ich einfach nicht immer die Spiele gekauft habe, die gut ankommen, AAA-Spiele sind und so. Eher so die In-Dev und Ding-Spiele, Indie-Spiele, genau, Indie, ich sage. In-Dev ist auch geil, wenn man das sieht, wie das Spiel eigentlich so richtig geboren wird, oder? So richtig von, ja, Bug-Desaster zu einem vollwertigen, bugfreien Spiel wird, hoffentlich irgendwann mal, dass jetzt mal ein Spiel wird. Ja, das sind die drei Klassen, die man also gleich anschauen kann, wenn man hier hingekommen ist. Aber ihr wisst ja, ich werde Beastmaster.
geht nicht anders. Das ist meine Lieblingsklasse. Summoner Raptor. Ja. Ist jetzt wirklich so, dass ich mich nicht entscheiden kann. Aber 34 hätten wir dann wieder, aber das geht noch lange. Ja, der Blut, der Attack Speed und so. Ja, ist klar, ist nicht so stark wie der Raptor. Deshalb muss der wieder raus. Und beim Raptor muss ich eigentlich zuerst Rampage nehmen, weil ja, eigentlich möchte ich ja, dass er auch ein bisschen Armor Penetration bekommt. Aber wo ist Armor Penetration? Das Attack Speed und so, das ist eigentlich ziemlich gut, aber nur einer. Keine Armor Penetration beim Raptor. Okay, schade. Enemy Minion Cooldown, hat Minion Cooldown every 8 Sekunden. Ist eigentlich ziemlich gut für den Säbelzahntiger dann, aber ne. Screech, was ist Screech? Ah, das ist Shredding Armor, okay. Sollen wir zuerst zu dem gehen? Es ist wirklich jedes Mal. Es ist eigentlich ziemlich gut, aber wir gehen zuerst mal hier zu diesem Dribbling Blut. Dripping Blut. Und eventuell dann noch kurz. Ja, hier hoch. Ja. Ich will ja. Ich habe ja nur 20 Punkte, also es ist ein bisschen schwer jetzt gerade auszuwägen, was besser ist. Das machen wir jetzt einfach mal. Aufbluten beim Raptor. Ja, weniger aufbluten, sondern eher auf Armor Shred. Weil die Wölfe werden ja die Gegner killen dann. Also, ich habe Level 50. Und die dann eigentlich so ziemlich viel eher die Gegner killen als der Raptor. Werden ja dann sehen. So. Was gibt's sonst noch? Also, es gibt noch viele Beasts, die ich euch zeigen kann, aber ich möchte natürlich auch keine Gefahr laufen, dass es euch langweilt, weil ich zu lange brauche. Ich bin halt nicht so ein Viehzocker. Und trotzdem habe ich eigentlich Lust, wirklich viel auch in Last Epoch zu leveln, nur habe ich jetzt noch wenige Zeit für das Game. Ich bin bald nicht mehr ein Gamer. Bitte rettet mich. Ich will nicht mehr nicht ein Gamer sein. Ich will nur noch gamen. Wie süß der Kleine ist. Beim anderen Bild ist er mega groß. Es gibt, glaube ich, irgendwo einen Mod, der den Raptor größer macht. Oder das ist einfach Rampage manchmal. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist einfach gigantisch groß. Ja, es ist schon, wir machen mit dem anderen Bild auch mal bald weiter. Wenn er nicht genervt wird. Er wird wahrscheinlich genervt, leider. Ah, jetzt haben wir zwei Wölfe. Okay, jetzt haben wir ein Raptor und Ding. Und die Not haben wir dann auch bald. Wo man noch einen Wolf mehr bekommt. Okay, unten Companion Limit. Ja. Also, craften ist bei mir gar nicht. Ich werde da einfach warten, bis ich auch Items wirklich lange tragen kann. Also, unter Level 40 bringt craften gar nichts. Man tut die Items einfach zu schnell wieder wechseln. So. Sagen wir mal, hier ist die Gegend schon ein bisschen schwieriger geworden. Das ist eigentlich auch wieder easy, wenn das Geld schon so schnell stärkt. Aber man kann nichts machen, man wird das einfach immer wieder zu leichten Action-Run spielen. Das ist einfach so. Kann man nichts dafür.
So. Diese Ketten. Ich frage mich, für was die Ketten sind. Wer braucht solche großen Ketten? Mein Opa? Zum sich anschneiden? Ja, ja. Opes. Oh, Berlis. Berner Bär. Da muss ich auch mal hin. Bärengrab. Zum Graben von Bären. Okay. Tierpark. Bären. Ist schon cool in der Schweiz. Ich muss öfters durch die Schweiz fahren. Ins Ausland muss ich mich auch zuerst gewöhnen, mehr ins Ausland zu gehen. Aber in Deutschland komme ich sicher auch gerne. Oder nach Österreich. Oder nach Luxemburg. Oder nach Liechtenstein. Oder nach Polen oder so. Wo es einfach Deutsch gibt. Vielleicht auch irgendwo auf Mallorca. Oder Mallorca. Und in der USA. Ich komme überall hin irgendwann mal. Ja, gesundheitlich geht es halt für mich auch nicht so immer gut. Weil ich auch öfters immer wieder neue Sachen brauche. Ein bisschen Hellfleisch noch reintun. Nee. Ein bisschen Leben machen. Nee, wir gehen noch weiter auf Ambush. Und hier noch ein Stärkepunkt. Das nächste Mal. Und hier können wir jetzt endlich Wölfchen, mehr Wölfchen holen. 3 und jetzt ist rot, okay. Also, wenigstens 2 neue Wölfe in diesem Part. Ja, langsam. Also ich finde immer, nach diesem Schritt geht es einfach vorwärts, weil man hat die Buffs von der Klasse, die man gewählt hat. Jetzt, oder ab jetzt. Und ist einfach auch... Ereignis und so weiter geht, also dass man so einen Schritt hat, wo jetzt eine neue Units und so bereitstehen. Wir haben leider noch nicht Level 30, erst Level 25 gut. Aber mit Level 25 habe ich, glaube ich, auch ein Item für diesen Bild. Den Wolfshelm. Können wir ihn kurz holen, hä? Ich weiß es nicht genau, aber ah, ja. Falsche Taste, nicht die R-Taste, sondern die T-Taste gedrückt. So. Ah ja, das Portal wird besser. Das sieht endlich schöner aus. Das gefiel mir schon immer nie. Also es sieht richtig hässlich aus. Für mich. Das sieht einfach so richtig 90er Jahre SNES-Style aus. Okay. Wolfheim. Was? 26? Oh, das geht mal gar nicht, ey. 26, ey. Was ist los mit euch, Entwickler? Ja. Ah ja, die Bleeding Axe, aber die bringt mir nicht so viel. Es ist... Es hilft schon den Monstern. Ja gut, nehmen wir sie. Schade, dass man nicht Dual Hand. Wieso kann man in diesem Game kein Dual Hand machen? Ah, da oben ist das Portal. Aber jetzt sind wir nochmal so ein bisschen stärker, denke ich mal. Einfach müssen wir die gleichen Enemies angreifen, die Dinge aufhaben. Und die Bienen können langsam weg. Ich weiß nicht, ob ich das bessere Ding habe. Aber schaut, es ist einfach verbuggt. Das Spiel ist einfach verbuggt manchmal. Ich muss jetzt ganz alleine kämpfen, weil die Minions irgendwo auf der ganzen Map verstreut sind. Sie einfach nicht kommen. Aber schaut, wie stark ich bin mit dieser Axt. Ah, jetzt kommen sie wieder. Gut, liebe Minions. Ihr habt euch... Ja, aber einer fehlt. Raptor, komm auch bitte. Wie stark ich bin. Das ist ja unglaublich, wie stark man wird. Ah, nochmal vielleicht. Da ist Raptor. Raptor, Raptorenzahn. Ich finde es einfach cool, dass die schon neumodisch sind. Weil ja die Forscher nie gewusst haben, ob der Raptor überhaupt Fäden hat oder sonst irgendwas.
Und jetzt ist ein Midfader schon, so, das war der erst vor ungefähr 2-3 Jahren so rausgefunden. Also wieso? Sind das auch Vögel? Also gibt es wirklich beim Dinosaurier eine Art, die auch Federn hat? Also, ja, die Dinge, Flugsaurier hatten ja auch schon lange Federn in den Köpfen von den Forschern, aber das kann ich ja noch verstehen, dass ein Reptil auch ein Vogel sein kann, zum Beispiel, also Federn besitzt. Bei den Tieren gibt es, glaube ich, keinen, oder? Also Fledermäuse sind ja auch keine Vögel. Und die haben ja auch keine Federn. Also das ist schwierig zu nachzudenken jetzt. Also, logisch ist es eigentlich schon, dass auch andere als Vögel Federn haben können. Aber man hat es einfach noch nicht gesehen, scheinbar. Und bei den Dinosauriern ist es jetzt so wahr. Aber ich finde, sie sehen auch irgendwie nicht mehr so gut aus mit Federn. Also ich mochte sie lieber ohne Federn. Mit Reptilienhaut. Schlechte Stäbe. Schon gut mit Poison Damage, aber wenn wir jemals ein Poison Damage Bild machen mit Spell? Ich weiß nicht, eher ohne Spell. Hat der Torn Totem Poison Damage? Das ist auch kein Spell, das ist eher ein Minion. Ja. Ah, das ist nicht. Könnt ihr mir gerne ein bisschen aufklären. Ja, die blöden Idols. Sind immer irgendwie nicht für mich gemacht. Sie gefallen mir nicht. Bis jetzt sind die Glancing Blow Idols am besten. Für mich am nötigsten. Oder einfach Minion Physical Damage oder so. Ein bisschen Bild. Sonst eigentlich kaum nützlich. Ja, es ist ja eher zum Ausgleich von anderen Stats, oder? Von denen ich auf den Items brauche ständig. Aber trotzdem, naja. Idols sind mir nicht, gefallen mir nicht so momentan. Sie gefielen mir am Anfang, als sie neu waren, weil ich da noch sehr wenig hatte und sie irgendwie auch cool fand, endlich wieder wie bei Diablo 2 Idole, also Charms zusammen. Aber, ja, soll ich sagen, die Entwickler müssen die noch ein bisschen buffen. Oder eher, ja, vielleicht einfach ausgleichender machen, weil manche sind richtig scheiße. Manche sind ja OP, also OP, aber dass man sie einfach in allen anderen vorzieht, oder? Also eben Glancing Glow brauchen wir hier auch. Aber die habe ich jetzt auf einem anderen Bild. So Armor Shred. Ja, ein bisschen Menge ist nicht nötig. Also ich muss jetzt eigentlich immer die Gegner angreifen, die die Monster killen, hä? Also angreifen, auch angreifen. Also Bluten wird wahrscheinlich extrem stark sein durch diese Axt. Werden wir mal sehen. Eben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr es nicht versteht, ich kann euch sehr vieles euch erklären, recht gut auch, hoffentlich. Sonst habe ich sicher auch Leute, die euch auch noch helfen können, wo ich nicht weiß, was, oder schneller sind. Aber ja, momentan ist eher so ein bisschen auf YouTube, auf Freeze, das kaum geredet, geschrieben wird. Also ich sehe es bei großen YouTubern, die verlieren extremst viele Kommentare. Also in den letzten Monaten sind ihre Kommentare recht klein nach unten gegangen. Heutzutage wird eigentlich, also jetzt gerade im Moment wird eigentlich nicht mehr nur gegickelt oder
irgendwelche Kommentare, also Szenen vom Video diskutiert, die eigentlich nicht nötig sind. Und das finde ich so schade, dass YouTube eigentlich immer wieder so richtig runterfällt. Einfach scheiße wird. Und dann wieder ein bisschen besser und dann wieder ein bisschen schlechter. Wow, liebes Spiel, ey. Du mobst mich. 14 ist ein bisschen besser. 20, 15, 62. Ja, ist eine bessere Axt. So. Prima. 11 ist weniger. Und hier ist mir eigentlich egal, ich brauche den Ring nie. Also doch, ich brauche ihn schon, aber nicht so für viele Builds natürlich. 64, 49, 13, aber ich glaube, den habe ich gar nicht hier drin. Den besten von diesen Ringen. Ja, besser. Ja. Also. Jetzt müssen wir eigentlich warten bis auf die Boots. Ne? Und irgendwo noch Handschuhe. Wo sind die Boots? Oh, Boots! Ich will unbedingt so ein Bild machen, aber ich finde einfach dieses Blut, Rip-Blut, auch nicht gut. Es geht zu lange. Die Gegner sind zu wenig schnell down. Wo ist denn jetzt? Ja, die Stiefel sind hier jetzt. Okay. Ja. Hilft uns schon ein bisschen weit. Mehr Movement Speed, auch für die Minions. So, dann gehen wir noch kurz hier. Auch zum College. Ja, leider ist das Video. Ich kann es nicht mehr zeigen. Ich werde es dann im nächsten Part zeigen. Ja. Dankeschön fürs Zusehen und ja, leider bis erst zum nächsten Part weiter. Aber im nächsten Part geht's weiter. Tschüss.